Moin Moin und herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir uns den Orden, warte, welcher Orden war das? Das nicht der Basisorden, der Dynamo-Orden, genau. Ich vergesse den Namen jedes Mal. Heute wollen wir uns auf jeden Fall auf den Weg nach Wiesensloh machen und mal schauen, wie es Heiko bei seiner Tante und seinem Onkel so ergeht. Gestern musste ich die Streams vorzeitig abbrechen, lag halt daran, dass ich komplett unter meinen 600 Videos, 700 Videos, den neuen Discord-Link einfügen musste. Und das ist ganz schön viel, aber ich habe mich maßlos geärgert, aber was will man machen? Das Einzige, was mich nochmal ärgert, dass ich endlich meinen Münzkorb haben will. Oh nein, was denn jetzt? Ah. Oh, hallo Totti. Ich muss dir etwas erzählen. Mein Onkel hat mir einen Pokénav gegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte, Totti. Alles klar. So, vielleicht kriegen wir jetzt mal den Münzkorb von der Dame. Ich will endlich einen Münzkorb haben. Eventuell hier. Nein. Von ihnen, von dem Dulli haben wir doch Zertrümmerer bekommen. Ach, Menno, das ist doch nicht wahr. Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Sollen wir eins für dich aufziehen? Nein, danke. Oh gut, komm bald wieder. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eines deiner Pokémon aufziehen soll, spreche mit meiner Frau. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abgeholt habe, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Ich war total überrascht. Ich bin mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem kämpfen. Ist das so ein Triathlonläufer? Ein Dodo. Nee, Triathlet. Aquaknarre. Nein. Aber kann das sein, dass wenn ich noch diese Trainerart noch nicht bekämpft habe, dass wir dann dass es dann in den Pokénav eingespeichert wird, ne? Oder in unser Handy? Glaube ich schon. Eine Nierbeere. Keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt über 30, 40, 50 verschiedene Bären wahrscheinlich mittlerweile schon. Zumindest in der 8. Gen. Haben wir noch einen Trainer? Hallo. Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Ja, gerne. Ah, ein Pokémon-Züchter. Sechs Pokémon! Nein. Ich hoffe, dass es wenigstens verschiedene sind. Hauen wir mal Aquaknarre durch. Vielleicht sehen wir ja Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. So, weiß nicht, wenn so Illikid, Kusilla, Magby. Die hätte ich ganz gerne. Ach übrigens, ich habe nochmal gezählt, es gibt insgesamt mindestens 13
Legendaries, die wir am Ende des Projektes fangen werden. Einige auch am Mitte, okay, so wie Kyogre, Rayquaza glaube ich erst am Ende, aber Kyogre, Groudon, 13 Stück. Also ich denke mal schon, Pokémon Smaragd wird Minimum 70 Parts fressen. Auch vor allen Dingen, weil wir alles erkunden und der Duellturm kommt auch noch dazu. Auf Wiedersehen, Schwalbini. 32 für Morabel. Züchter hatten wir noch nicht eingespeichert? Ich dachte schon. Also wir haben auf jeden Fall schon gegen Züchter gekämpft, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oh, ein Kecleon und einer Azumarill. Ich bin mit meiner hübschen Juniorpartnerin. Ich muss gut sein. Ist das jetzt ein Doppelkampf oder hätte ich direkt... Okay, ist direkt instant ein Doppelkampf. Okay. Zickzack und Marguita. Wir gehen wieder instant auf Marguita. Ich mag das Pokémon irgendwie nicht. Bodycheck sollte ausreichen. Und Walzer auf Zickzack. Geht natürlich daneben, der Bodycheck. War ja klar. Ich hoffe... Nein! Der Bodycheck sollte auf Zickzack gehen. Bin auch erst vor einer halben Stunde oder Stunde aufgestanden. Erstmal frisch gemacht und dann erst noch ein bisschen was gegessen. Oh, aber der geht instant auf Marguita. Dafür, dass es nicht effektiv ist? Okay, es war ein Crit, aber... Ich trainiere mit meinem Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Ja, solange du zufrieden bist, ist doch gut. Moin Freaky, Totti, da bist du ja wieder. Moin, na, alles gut bei dir? Ich musste gestern einmal spontan aufhören, weil ich unter den ganzen 600-700 Videos, in Anführungszeichen, die ganzen neuen Discord-Link einfügen musste. Und ja, da war ich erstmal angepisst. Aber ich mache das jetzt Step by Step. Ich habe ja schon 200 Videos und ich mache das täglich. Ja. Das Ding ist, das musst du manuell für pro Video machen. Das ist... Aber gut. Ich hoffe, dass YouTube da in der Zukunft nochmal ein bisschen besser... das handhabt. Nein! Ach, jetzt wollen die meine Nummer haben. Wir waren noch eine... Bist du kein Trainer? Die Luft hier ist wunderbar frisch. Alles klar. Wer bist du denn? Einst war ich Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Ja, ob Liebe oder Freak, naja. Ja, also ich sag mal so, wenn du heute komplett dabei bleibst, dann ja, ich versuche wieder durchzuziehen.
Wenn natürlich nichts dazwischen kommen sollte. Wenn ich genug Bock habe. 10 Parts mache ich so oder so. Aber ich denke sowieso, dass Pokémon Smaragd Minimum 70 Parts fressen wird. Wir sind jetzt bei Part 11. Sind dann allein 13 Legendaries Minimum. Also, die ich am Ende noch fangen werde. Oder muss. Bodycheck. Ist das Randomizer? Nein, das ist keine Randomizer. Das ist ganz normal 100%. Beziehungsweise ich spreche halt mit allen Leuten, ich zeige halt alles. Ne? So wie Domtendo. Aber eine Randomizer kommt natürlich auch noch. Was dich eher interessieren könnte, wären die High-End-Gaming-Projekte. Da spiele ich Pokémon Rubin und Pokémon Gold mit verbundenen Augen durch. Die Projekte sind auch schon oben auf YouTube. Ich weiß nicht, Dominik, beziehungsweise Domtendo kennst du ja auch. Ich orientiere mich so ein bisschen an ihn und an Gronkh. Konzentration auf den Sieg. So kämpfe ich. Alles klar. Das ist Europas größter Nintendo-Let's Player. Kommt auch aus Deutschland. Kannst du ja einfach mal bei Instant bei YouTube eingeben. Aber muss man ja auch nicht kennen. Domtendo mit T. Also Domtendo. Und Gronkh ist halt, oder Eric ist halt der größte Let's Player Deutschlands. Zumindest wenn es von den Abonnentenzahlen hergeht. Der erfolgreichste, zumindest von den Aufrufezahlen, ist gerade Paluten. Aber man muss ja nicht alle kennen. Also hätte ja gut sein können, dass du die nicht kennst. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, war aber nur ein Joke. Ah, alles gut. Ist das nicht nett zu kämpfen, wenn man sich schöne Blumen anschaut? Boah. Man sollte sich aber auf den Kampf konzentrieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du deine 1000, wenn du jetzt Ausrufezeichen Salatkopf zum Beispiel eingibst und deine 1000 Salatköpfe erreichst, das ist bei mir so ein Punktesystem, darfst du den Plüschtier aus der Evoli-Reihe aussuchen. Das normale Evoli ist schon weg und demnächst ist dann auch das Filinara weg, so wie ich mitbekommen habe. Das wird sich, soweit ich weiß, Freaky krallen. Indem du zum Beispiel einen Follower da lässt, in den Streams schaust, also sage ich jetzt mal so, wenn ich jetzt streame, dass du halt dabei bist, dafür gibt es zum Beispiel Punkte, genau 1000 musst du halt sammeln. Ja? Dann gibt es zum Beispiel Punkte, wenn du, danke dir für deinen Follower, dann gibt es zum Beispiel Punkte, wenn du in einem Chat schreibst, sage ich jetzt mal alle 10 Minuten, 15 Minuten, dafür gibt es zum Beispiel 1, 2 Punkte, die genauen Punktezahlen weiß ich jetzt nicht. Dann kannst du auch offscreen, also wenn ich halt offline bin, Punkte bekommen, wenn du dir die Streams nachträglich anschaust. Aber auch da nur, ich glaube, bis zu 20 oder 25 Punkten. Die meisten Punkte gibt es halt im Stream. Ne? Aber heute allein, wenn du heute dabei bleibst, hast du schon deine 300 Punkte auf jeden Fall dabei. Sollte es. Ich werde dir die bezogenen Kräfte der Psycho-Pokémon zeigen. Ist halt so ein kleines, ja, Präsent, weißt du. Das, was ich auch noch gerade habe, ich weiß nicht, hast du eine Switch? Ein Trassler? Nee, okay. Hast du Freunde oder Familie, die eine Pokémon-Schild, Pokémon-Schwert haben? Weil ich den DLC verlose.
Ah, nee, hat ja sein können. Oh, da ist ein Item. Und dafür verschwende ich gerne einen Schutz. Beleber, schön. Oh. Das ist auch nice. Also ich habe Offscreen selber schon mal eine Randomizer gespielt. Aber bis jetzt noch nie Let's Played. Ist auch schon lange, lange her. Bist du eine Trainerin? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderschön? Ich habe sie alle hier selbst gepflanzt. Jo, das sieht sehr, sehr schön aus. Und hier haben wir nochmal Schutz. Okay. Haben wir hier unten auch was? Nein. Nein. Okay. Ja, ich glaube, da kannst du ja richtig verschiedene, also richtig auch verschiedene Sachen einstellen, wie die Randomizer ablaufen soll, etc. Ne? Bitte lass mich überprüfen, ob du dein Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Also bei mir ist das so, wenn ich also die Spezialedition, so wie Pokémon Gelb, Kristall, Smaragd, Platin, etc., die Let's Play ganz normal. Eine davon auf Randomizer, als Beispiel jetzt Pokémon Rot, auf Pokémon Blau auf Randomizer. Pokémon Rot auf High-End-Gaming-Basis, also mit verbundenen Augen. Und Pikachu, also die gelbe Edition, halt ganz normal Let's Played. Kann ich heute keine Pokémon mehr fangen, weil die alle One-Hit sind. Ja, das, wo ich selber Respekt vor habe, also für mich ist das Schwerste, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, an der Randomizer der Anfang. Vor allen Dingen, wenn du dann, sag ich jetzt mal, ein Starter-Pokémon hast, wenn es mittelmäßig ist, okay. Aber dann läufst du da durchs Gras und dann haut einfach mal so ein kaum erladene Drachenwut raus. Ja, also instant 40 KP wird abgezogen. Ist aus. Was ich aber relativ schade finde, dass viele, die eine Randomizer auch machen, trotzdem weitermachen, obwohl sie eigentlich gegen die Regeln verstoßen, die sie sich selbst auferlegt haben, sagen wir mal so. Finde ich ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Pokémon, Pokémon, Pokémon. Wir wollen auswechseln. Da kommt Zubiris. Nachtnebel sollte ausreichen. Ah, doch nicht ganz. Ach komm. Komm schon, Matikus. Jawohl. Wir bleiben auf Nachtnebel. Das ist natürlich auch nice. Shiny Hunting wird es natürlich auch geben. In den nächsten Wochen, was ist das in den nächsten Wochen? Spätestens übernächste Woche wird es 4 Shiny Hunting Streams geben. Einmal Pokémon Mystery Dungeon, das neue. Dann einmal von Pokémon Kristall, Pokémon Smaragd, Pokémon Blattgrün. Das gehört, finde ich, immer am Ende eines Projektes dazu. Schleichwerbung, ja?
Aber es gab jetzt ein neues Gerichtsurteil. Beziehungsweise die werden jetzt neue Gesetze formen. Also wenn ich jetzt als Beispiel, ich bin jahrelanger Fanta-Trinker als Beispiel jetzt, das ist nur ein Beispiel, und trinke das ganz normal, ja, muss ich es nicht mehr als Werbung kennzeichnen. Aber das Gesetz kommt erst raus. Also ein paar Gerichte haben schon entschieden und das ist jetzt gerade auf dem Weg, dass du nicht alles mit Werbung kennzeichnen musst. Ne? Nur wenn du auch wirklich einen Hintergedanke hast, hey, pass auf, ich will mal mit dem irgendwie was in Aussicht stellen, ja, wenn du eine finanzielle Absicht dahinter hast, dann musst du es kennzeichnen, sonst so nicht. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, woran erkenne ich, was finanziell absichtlich ist oder nicht? Da könnt ihr euch gerne Solmeckes Video dazu anschauen. Nachtnebel. Nein. Ah. Oh nein, was ist... Achso, nee, wir sind ja bepflanzt mit Egelsamen. Ich vergaß. Oh. Ah, das wird knapp. Sollte aber reichen. Jawohl. Und wir sind down. Zumindest Matikus. Komm, hau rein, Morabel. Aquaknarre. Eine schöne Melodie. Falls ihr euch gerade fragt, was ich esse, das sind diese komischen Schweinis. Okay, wo fangen wir denn am besten an? Fangen wir mal hier unten an. Weit von hier ist Prachtpolis City. Dort findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchtbar ring talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagen die Regeln. Wenn du gegen eine dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Oh. Und Glowtorti, du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunden.
Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung, ich denke auch die Freundschaft zu den Pokémon hat ihm geholfen. Oh, das ist schön. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt, meine Tochter ist etwas besorgt, deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Meine Tochter ist etwas besorgt, deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Okay. Meine Deutschkenntnisse wieder, es ist. Hallo Heiko. Ich habe gegen dich verloren, Torti, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler mache ich mich auf den Weg, mich auf die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Torti. Bald bin ich stärker als du und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Das freut mich. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Ah, deswegen sollte Heiko hierher kommen. Okay. Vielleicht hat Heiko MS oder so, keine Ahnung. Zeig mir doch mal deine Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Er scheint sehr glücklich zu sein. Es mag dich wirklich sehr. Pikachu, Pika, Pika. Siehst du die Höhle nebenan der neben dem Supermarkt? Da ist ein Typ drin, der die Felsbrocken sprengen will, damit er auf die andere Seite gehen kann. Wäre das toll, wenn ich auch dort durchgehen könnte. Ein Besuch in Metro City wäre dann ganz einfach. Pokémon Camp Wiesenflur, wo eine Augenweide sind. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnserie. Daher werde ich nun meinen Auftritt im Kampfcamp haben. Alles klar. Erstmal eine Rundumheilung, Schwester Joy, bitte für meine Pokémon. Okay, in Pokémon Smaragd heißt das nicht mehr Pokémon Wettbewerbe, sondern Pokémon Camp oder Camps. Alles klar. Du kannst dich nicht Trainer nennen, wenn du nicht an deine Pokémon glaubst. Nur diejenigen, die an ihre Pokémon glauben, werden am Ende siegen. Es gibt eine Attacke, die stärker wird, wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt. Walzer. Sie ist vom Typ Käfer und mega cool. Sie heißt Zornklinge. Soll ich sie deinem Pokémon beibringen? Nein, danke. Der Grund, warum jeder Wiesenflur besucht, ist das Kampfcamp. Das liegt auf der Hand. Oder bist du aus einem anderen Grund hier? Ich wollte noch meinen Freund Heiko sehen. Der Nestball ist bei schwächeren Pokémon hervorragend geeignet. Du kannst das nur in Wiesenflur kaufen. X-Spezial ist für jeden Pokémon-Kampf äußerst wichtig. Es erhöht die Stärke. Manche Attacken aber leider nur für einen Kampf. Strategieratgeber für das Kampfcamp scheinen sie hier leider nicht zu verkaufen. Man muss sich auf sich selbst verlassen. Ja, das stimmt schon. Haben mit dem Dolly schon gesprochen? Ja. Mein Papa hat mir das erzählt. Er sagte, der Tunnel sei voller scheuer Pokémon. Sie haben Angst vor lauter Geräuschen und machen einen Aufruhr. Daher musste das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt einen Mann, der versucht, den Tunnel alleine zu graben. Wollen wir dem Mann nicht mal helfen? Oh, ein Trainer. Wow. Wie nennt man einen ungestümten Mann hoch im Gebirge? Einen Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen einen Berg-Pokémon? Keine Ahnung, ich bin kein Wortwissenschaftler. Was hast du denn? Drei Pokémon. Okay.
Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!